Sorry. Alles gut. Die haben wir schon öfter. So, auch an euch fragt, wie ihr euch das anschauen könnt. So, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Die ganze Zeit hier so, ey, ich kann nicht mehr schlafen wegen der Kacke so. Und wir machen hier Frontex. Alter, ich sehe hier grinsende Gesichter, die Leute haben Spaß, schauen sich das an, wunderschön, Alter. Fuck it. Also, wir haben so lange dafür schon, wo Tomaten herkommen. Und wer sie produziert? Kannst du das? Warum machst du die Scheiße? So Tomaten fressen und gleichzeitig so ein Ding machen hier. So. Vielleicht um Theater zu spielen? Oh. Theater. Wow. Bei diesem Eckkiosk an der Bernauer Straße mit diesen beiden Typen. Moment und Albi. Jo, geile Scheiße. Waren wir letztens auch? Kaugummis? Ja, passt ja. Wir haben so krasse Kaugummis, die haben Kaugummis in allen Geschmacksrichtungen. Wir haben Zimtkaugummis, die haben Kakao-Kaugummis. Jede Art von Bären, die ihr euch vorstellen könnt, so. Weißt du, so, warum... Und Schokoladenkaugummi. Seid ihr, ich hab noch nie in meinem Leben Schokoladenkaugummi gegessen. Das war geil, dass man diesen Kaugummi ist. Das war mit dem richtig, richtig, richtig fettes Blasen. Und genau betrachtet wäre das vielleicht die Lösung. Wir machen riesige Kaugummi-Blasen. Da drin können die Flüchtlinge über das Mittelmeer schweben. Dann bauen sie nicht mehr diese alten Boote. Oder wir kaufen ganz viele Kaugummis und wickeln die um die Frontex-Route und dann können die auch nichts mehr machen. Oder noch besser, die gehen unter. Dann können auch alle gehören. Ihr wisst schon, dass Kaugummi aus Erdöl hergestellt wird. Weißt du, Tomate. Man fängt das echt richtig zu wollen. Dann wird die ganze Scheiße auf sein. Ist doch ganz einfach. Ich meine, wir saugen es einfach raus. Man muss doch nur ein so winzig kleines Loch bohren und dann saugen wir es einfach raus. So ein ganz, ganz winzig kleines Loch mit dem Akkuschrauber. Ist doch egal. Okay. Ja, setz du dich daneben. Okay, hältst du ihr Augen und Nase zu? Nase auch? Ja, weil dann sonst kommt auch, soll ja nur aus den Ohren rauskommen. Ich will das auch probieren, das ist geil. Mama hat auch immer gesagt, so wenn alle husten und so. Alles rauslaufen. Okay. Aber während du so ausgeholt hast, dann hast du gleich
sagt dir mal Folgendes vor. Die Flüchtlinge aus den Kaugummiblasen könnten eigentlich bei uns von, schau mal, meine Wohnung... Team, bei dir machen wir einfach das Gleiche. Hey, komm, es passen 10 Stück in mein eines Zimmer, Mann, ich hab 2... Weil wir sind gerade mal, wir sind 3. Von wie vielen Milliarden Menschen? 3 von 7 Milliarden. Das sind 3,7 Milliarden. Genau, und wisst ihr was? Das kann man auch prima als Dezimalzahl zusammenfassen. Los! Okay, also.